Es geht weiter mit Let's Play Mega Man Star Force Dragon. Ja, und im letzten Part haben wir Taurus Fire besiegt und damit auch Bud von Taurus befreit. Und nun ja, jetzt scheinen auch die drei wieder in ihrer normalen Welt zu sein. Doch was geht nun ab? Aufwachen, ihr zwei. Los, aufwachen. Ja, doch, sie sind wieder zurück. Hä? Endlich seid ihr beiden wach. Tolle Vorstellung, dass mich beide... Dass mich beide Leibwächter nicht beschützen konnten. Habe ich gerade Lachwächter gesagt? Egal. Gut. Pris. Was mache ich denn hier? Du bist doch Bud, oder? Ich komme mir vor wie in einen Albtraum. Und du mittendrin als Riesenmonster. Ach gut, die haben gedacht, das wäre nur ein Traum. Sehr gut. Pris, ich hab dir was verschwiegen. Es gehen doch immer Sachen kaputt. Ich glaube, ich mach das. Als ich damals auf dich sauer war, habe ich was Schräges erlebt. Ein Kuhmonster wollte mir Kräfte verleihen. Es meinte, wenn ich dich als Bruder behalten wollte, müsste ich dir meine Macht zeigen. Dann erst würdest du mich akzeptieren. Danach war ich jede Nacht unruhig. Ich ging raus und wenn ich was Rotes sah, wurde ich ohnmächtig. Ich wachte danach in mein Zimmer auf. Ich hielt das für einen Traum, aber um mich herum lagen Autoteile oder Steine. Tut mir leid. Ich entschuldige mich hiermit bei allen. Bitte seid weiterhin meine Brüder. Pris? Bud, Zack. Ihr beiden seid um 6.30 Uhr wieder hier. Wir müssen alles reparieren, was Bud kaputt gemacht hat. Also kommt ja nicht zu spät. Manchmal könnte man als Mädchen gar keine Bruder haben. Was? Viel zu anstrengend. Ach ja, Bud. Wäre schön, wenn du deine Kräfte ab jetzt so einsetzen würdest, dass ich was davon habe, okay? Pris? Tolle Neuigkeiten, was, Bud? Okay, sie hat ihm also verziehen. Okay, da ist auch der kaputte Briefkasten. Ist mir gerade gar nicht aufgefallen. Pris! Nimm mich mit! Ich will auch mit dir mitkommen. Hey, ihr zwei, lasst das, nicht so nah. Ja, Platz, ich brauch Platz. Was machen die da? Ja, ich denke, es wird nur eine Umarmung sein. Der kleine Bud ist kräftig, aber dadurch bekommt sein Leben auch keinen Sinn. Als du ihn K.O. geschlagen hattest, dachte er, für ihn wäre keine Welt mehr auf der Welt. Was? Für ihn wäre kein Platz mehr auf der Welt. Mann, ey, ich soll mal wieder ein bisschen mehr schillen beim Lesen. Verlieren wollte er nicht und ließ diesen Ephemianer seine Schwäche ausnutzen. Ephemianer übernehmen gerne Menschen, die einsam sind. Einsame Menschen wollen immer die Leere in ihnen ausfüllen. Deswegen laden sie uns Ephemianer gerne in diese Leere ein. Die Menschen sind schwach, sie glauben, sie könnten diese Leere nicht selbst füllen. Tja, aber wir Ephemianer müssen uns auch mit Erdlinge vereinen, um unsere Kräfte voll auszuspielen. Jeder will irgendwo dazugehören. Das gilt für Menschen wie für Ephemianer. Irgendwo dazugehören. Das Bedürfnis, jemanden zu beschützen, tritt auf, wenn man diese Person näher kennt. Hätten wir alle dieses Gefühl, dann müsste niemand mehr leiden. Ja, das stimmt. Ein paar Tage später. Hey! Hey, Gio! Was? Ich höre. Danke, dass ich mir ansehen durfte, wie du lebst. Aber ich habe eine Frage an dich. Gefällt dir der Himmel wirklich so gut? Ja, ich liebe diese funkelnden Sterne in der Nacht und auch Sternschnuppen. Und ich hoffe, vielleicht sehe ich meinen Vater wieder. Sorry, ich kann das nicht mehr anglotzen. Zeig mir doch mal was anderes. Du bist so undankbar. Du wolltest mir doch was über Papa erzählen. Wann kannst du das denn mal einrichten? Gute Frage. Nicht wieder die alte Leier.
Du bist jetzt besser vorbereitet, wenn du aus dem Haus gehst. Das alleine zählt. Man weiß nie, wann die Ephemianer kommen. Es könnte uns einer von... einer hier vor die Füße fallen. So, vor die Füße fallen. Ja, was ist denn da los? Hä? Ein Engel? Ah! Bäm! Was war das? Sei vorsichtig. Warum? Was ist los? Ich kenne einen Ephemianer, der hat so Flügel. Es könnte glatt einer... Glaubst du, das war ein Ephemianer? Ja, glaube ich jetzt nicht wirklich. Nö. Oh, da liegt er auch schon. Nee, der hat nur so eine Art Rucksack gehabt. Au. Oh. War klar, dass das in der Luft instabil ist. Tatsächlich so ein Flügelrucksack. Hey, er hat die Flügel abgelegt. Hä? Hast du ja. Wirklich? Ja, wirklich. Da war ich leichtsinnig. Leichtsinnig? Vergiss es. Ich dachte, es kommen nur nachts Leute zum Aussichtspunkt. Ich wollte auch nicht stören. Mein Experiment war wohl ein Fehlschlag. Experiment? Das mit den Flügeln, oder? Ja, das ist wohl kein Ephemianer. Und noch viel wichtiger, das mit den Flügeln ist sehr interessant. Komm, wir sehen nach. Hä? Gut, warte, Moment. Was? Nur weil du so nett gefragt hast. Ja, was gibt's? Tja, ich wollte wegen deiner Flügel... Tja, das ist mein Flappack. Flappack? Hä? Bitte starte es nicht an. Das mag ich nicht so gerne, versteht ihr? Ich zeige meine Erfindungen ungerne. Oh. Er will es uns nicht zeigen. Lassen wir ihn, Mega. Was für ein schräger Typ. Wenn wir hierbleiben, behindern wir ihn. Komm, gehen wir, okay? Mich interessiert jetzt mal. Okay, jetzt kriege ich eine Mail. Und zwar... Was? Kein Anonym. Ich hab doch noch nicht verloren. Echoberg, Wellenstra... Kämpfen. Okay. Was hat denn das zu bedeuten? Ich will mal kurz was anderes gucken, und zwar ob man... Okay, schade, ich dachte, man kann in das Flappack vielleicht reingehen. Was hat jetzt diese Drohmail zu tun gehabt? Oh, das Hilfesignal. Ist das Hilfesignal nicht eigentlich so ein Fledermauszeichen, das im Himmel ist? Was ist das? Das ist so eine Art SOS-Signal. Das bedeutet, hier braucht jemand Hilfe. Erdlinge bitten Fremde um Hilfe? Ungewöhnliche Vorstellung. Tja, eigentlich muss man dann los und helfen. Aber ich will nichts damit zu tun haben. Hat sich gesagt, keine Polizei, kein Krankenwagen, nichts. Da kümmert sich schon jemand drum. Hör zu. Wir sehen uns die Sache an. Ich will wissen, wo das Signal herkommt. Hey, Moment mal. Wieso entscheidest du, ob wir das machen? Du penetranter Schmarotzer. Ach, vergiss es. Dein Leben ist langweilig. Du stehst auf, liest ein Buch über den Weltraum, schaust an Geräten rum und nachts starrst du den Sternenhimmel an. Du brauchst mal ein bisschen Abwechslung. Ich brauche keine Abwechslung. Du bestimmst nicht über mein Leben. Klappe. Ich sage, wir gehen, klar. Ah, na gut, ja. Mann, wenn das weitergeht, ist mein linker Arm bald länger als der rechte. Ja, jetzt habt ihr... Ich habe mich nicht fortbewegen. Oh, das Hilfesignal. Ja, jetzt müssen wir gucken, was herkommt. Ich glaube, das wird dann immer lauter oder so.
Aber es gibt eine Sache, die will ich mal ausprobieren. Wir haben jetzt diesen Drohbrief, sag ich mal, bekommen. Was ist denn da für einer? Auf jeden Fall, ich will mal gerne sehen, was das damit auf sich hat. Ich glaube, ich könnte schon wissen, was es ist, aber es ist eine Frage, ob wir es auch schon zu sehen bekommen. Das ist ein bisschen auch vom Glück abhängig, wenn es wirklich das ist, was ich meine. So, müssen jetzt mal ein bisschen rumlaufen. Genau, wir können auch die... Ja, okay, jetzt sind wieder ganz normale Gegner, die machen wir mal schnell fertig. Die sind jetzt ja kein Problem mehr. Ja. Aber wenn wir Glück haben, treffen wir vielleicht auf eine bestimmte Sache. So. Ja, das war's auch mal mit dem mal wieder. Und zumal können wir hier nochmal ein bisschen Sennies einsammeln. Auch Bodenwelle sogar. Und ich will ja auch eh nochmal zu diesen Händler-Typen hin. Also passt das nochmal ganz gut. Jetzt wünsche ich mir was, wenn der Gegner kommt. Jetzt kommt mal keiner. Das ist fies. Weil wenn wir mal Glück haben, kann nämlich auch ein ganz bestimmter Gegner kommen. Und auf den habe ich jetzt auch abgesehen. Oh, nein. Scheiße. Jetzt habe ich beide Angriffe, also den, ja, die letzten beiden Angriffe jetzt total verfehlt. Ja, machen einmal so. Sehr schön. Genau, hier einmal kurz nochmal hier entlang, weil das, den Weg ist noch gar nicht gegangen. Aber hier bestimmt gibt es ja auch noch ein paar gute Sachen. Oder? Ach doch, hier waren wir schon. Das war, da hat uns Mega nur damals nicht durchgelassen. Stimmt. Ja doch, das war nichts Neues. Können wir auch dann direkt wieder abhauen. Okay, nice. Nochmal gekontert und... Schade, nicht nochmal, aber... Trotzdem alle auf einmal besiegt. Und hier kriegen wir nochmal 260 Zennies. Überhaupt, wie viele Zennies haben wir? 6000, okay, das reicht. Das reicht eindeutig für ein HP-Upgrade. Das holen wir uns auch jetzt. Aber den richtigen Weg bitte gehen. Aber ich wollte jetzt auch nicht hier wirklich lange bleiben. Nice, beide gekontert. Dreimal gekontert. Wie geil. Aber trotzdem einmal Schaden genommen. Ach, ich gehe hier mal den falschesten Weg, den man nur gehen kann. So, das ist doch mal geil. War trotzdem nur Rang 9. Ich glaube, für Rang S hätte man wirklich einen Double oder so einen Dreifach-Kill machen müssen. Ja, genau, hier ist der. Genau, das will ich einmal haben gerne. Okay, jetzt hat er nämlich gar keins mehr. Jet, einen Griff. Heilung 30 würde ich auch nochmal gerne holen. Und zwar zweimal. Da können wir nämlich die Heilung 10 dann nämlich rausmachen. Weil die brauchen wir ja echt nicht mehr. Ich hatte die schon dreimal. Ach so, oh. Ja, das Heilung 10 mache ich aber trotzdem raus, dann kommt dafür. Ja, mache ich ihn nochmal mit rein. Und die lasse ich einfach mal wieder zufällig wählen. Aber ich hoffe jetzt mal echt, dass wir auf den Gegner noch treffen, den ich meine. Weil das ist schon ziemlich episch. Ja, in den LKW können wir jetzt auch nochmal rein, aber da will ich jetzt gar nicht hin. Zur Not schneide ich das noch. Weil es ist auch ein bisschen glücksabhängig. Und auch hier ist so ein leerer Raum, aber hier kommen auch gar keine Gegner einfach. Naja, vielleicht soll ich jetzt auch einfach abbrechen. Nein. So, weg mit dir. Irgendwann muss ja mal einer kommen. Und das mache ich jetzt noch, ich meine mal so 16 Minuten. Bis dann würde ich jetzt noch gerne suchen nach dem Gegner. Aber der kommt einfach nie. Ich weiß auch nicht, wie häufig das passieren kann. Ob es sehr unwahrscheinlich ist oder ob es sehr schnell passieren kann, dass er kommt. Oder dass es jetzt wirklich nur so 5%ige Chance ist.
Auf jeden Fall müssen wir eher auch mal so ein bisschen leveln und Karten bekommen und sowas. So, und ist den noch sehr schön. Was haben wir wirklich mal gerne mal einen Gegner kommen? Ja, ich kann noch mal eine Sache noch mal reden, obwohl das lohnt sich auch nicht mehr. Mache ich im nächsten Part. Zweimal noch und dann reicht's. Ja, hier ist noch das eine Mal und danach noch einmal und dann reicht es auch mit der Suche. Ach cool, der wurde noch mitgekillt. Nice. So, und wenn ihr jetzt nicht kommt, dann lasse ich es auch. Aber er konnte jetzt echt mal kommen, dieser Gegner. Aber das ist ziemlich geil eigentlich. Ich kann mir auch mal eine bessere Route dafür suchen, wo ich nicht so oft im Kreis laufen muss oder so. Ne, komm doch mal her. Ja, wieder nicht. Na gut, ich mache noch kurz die Gegner fertig. Und dann sehen wir uns im nächsten Part. Oder ich werde jetzt nochmal offscreen ein bisschen gucken, ob ich nochmal Gegner treffe. Aber ich werde es auch nicht allzu lange machen. Wenn nicht, sehen wir uns dann außerhalb der Wellenwelt dann wieder. Und wenn ich den sehe, dann werde ich den Part dann mit dem Kampf dann beginnen, nicht meine. Also lasst euch überraschen. Und dann sage ich mal wieder, wenn es euch gefallen hat, sehen wir uns hoffentlich beim nächsten Mal wieder. Bis dann.